Wir sind jetzt quasi live bzw. on demand für alle an den Bildschirmen zu Hause. Und ja, gucken mal, wie wir das hinbekommen, wie ich das mehr oder weniger hinbekomme, jetzt ein Semester in einem halben Tag irgendwie zu präsentieren mit den wichtigsten Sachen. So, fangen wir an. Da ist mein PowerPoint. So, okay, da muss ich dann hier klicken. Na, komm. So, okay. Also, ganz kurz, was ich mit euch vorhab. Ja, genau, habe ich. Genau, wir sind jetzt live quasi. Ton läuft, genau. Also, wenn irgendwas ganz Kritisches ist, zwischenbrüllen. Aber, wie gesagt, wir versuchen das dann über den Chat und über die Handheben-Funktion. Dann habe ich das auch im Blick. Also, erst ganz kurz so ein bisschen Intro und Motivation und Hintergrund, das gehört ja immer mit dazu. Dann gucken wir uns so ein bisschen an, wie grundlegend eine Webanwendung aufgebaut ist. Auch kleiner Disclaimer vorweg, das Modul heißt zwar Webanwendung, aber das ist jetzt nicht direkt eine klassische Anwendung, was dabei gebracht wird, sondern das ist eher so Basics, wie baue ich eine Internetseite. Also wir werden auch quasi nicht programmieren, wir werden Code schreiben, aber das ist nicht programmieren. Weil so eine richtige Web-Anwendung, das kommt dann eigentlich erst im Master. Aber gleich dazu noch ein bisschen mehr. So, dann geht's inhaltlich auch entsprechend weiter. Der Inhalt einer Website ist das HTML quasi. Das gucken wir uns so ein bisschen an mit ein bisschen Hintergrund. Wie ist die Syntax für den Code und was hat Semantik damit überhaupt zu tun? Das ist ein ganz wichtiges Stichwort, werde ich ein bisschen drauf rumreiten. Dann gibt's als nächstes ein bisschen größerer Block. Seht ihr auch, das ist unterteilt, das Design und das CSS. Da gibt's ja ganz wichtige Bereiche, finde ich, die, als ich Webanwendung damals gehört habe, ein bisschen untergegangen sind. Und das ist auch einer der Gründe quasi, warum ich diesen ganzen Kram mir überlegt habe und gesagt habe, so, das machst du nochmal. Ja, da gucken wir uns die Kaskade, die Vererbung an, hat auch nichts mit OP oder so zu tun, also da kein Schreck kriegen. Ja, dann sind wir quasi auch schon fast durch, am Ende gibt es noch so ein paar Tipps und dann auch praktische Aufgaben zum Üben, wer sich da so ein bisschen austoben will, hat da dann auch entsprechend was und ganz am Ende habe ich einfach nochmal mit aufgenommen, wir müssen auch einfach mal gucken, wie das so läuft. Machen wir quasi so Freestyle Open Mic Session zu allen möglichen erweiterten Sachen, die man sich mal angucken kann, dass man auch mal sieht, in welche Richtung geht das, lohnt sich das, sich da ein bisschen mehr mitzumachen. Ja, Pausen machen wir auch so ein bisschen nach Bedarf. Ich habe mir den ein oder anderen Bookmark quasi reingesetzt, wo wir dann einfach gucken, okay, jetzt wäre es vielleicht mal Zeit und irgendwo ist auch wirklich Pause Ausrufezeichen, weil dann machen wir auch noch irgendwie eine größere Mittags Pause und ja, genau, gut. Starten wir, wie kann er nur, kurz zum Hintergrund, damit ihr das auch so ein bisschen einordnen könnt. Was ist das hier überhaupt für eine Quelle? Warum macht der das und so weiter und so fort? Also ganz kurz nochmal zu mir, zu meinem Background. Ich habe eine Mediengestalter-Ausbildung hinter mir, 3 Jahre bei der Netzwerkstatt, wo Gerrit eben auch jetzt am Start ist. Habe den Fokus auf Non-Print gehabt, also ja, theoretisch könnte ich auch mal einen Flyer machen oder eine Broschüre, aber das ist nicht mehr so meine Welt. InDesign, Gestaltung war dann eine schöne Auffrischung, aber das reicht dann eben auch. Dann habe ich so 5 Jahre gearbeitet in einer Agentur in Rendsburg, die den Fokus ganz klar auf Webentwicklung haben, also wir machen auch so ein bisschen Apps, aber eher nur so ein Nebenprodukt und ich habe einen persönlichen Schwerpunkt im E-Commerce-Bereich, also so Online-Shops, da habe ich mit Jim zum Beispiel auch schon mal ein bisschen drüber gesprochen, also falls irgendjemand da mal was macht oder sich überlegt, ey, ich hätte da mal irgendwie Bock drauf, was zu machen oder ich kenne jemanden, hit me up, so einen auf den. Dann ja, habe ich quasi noch ein Jahr Schule gemacht, um die Fachhochschulreife nachzuholen und bin seit 2018 an der FH, habe mit Informationstechnologie angefangen, bin dann aber nach 2,5 Semestern zu den Medieningenieuren gewechselt, weil ja, sie auf meinen Nachfragen die Vertiefungsrichtung Medieninformatik dann halt gestrichen haben, weil sie keine Dozenten hatten oder sonst irgendwie. Ja, das war das. Also unterm Strich sind das so ungefähr 12 Jahre Erfahrung. Ich habe durch die Firma auch einen relativ hohen Anspruch. Wir setzen halt ganz, ganz viel auf Qualität
Und ja, deswegen ist das vielleicht auch alles manchmal ein bisschen Overkill, was ich so irgendwie mache, oder ein bisschen sehr übertrieben. Müssen wir das machen? Nee, muss man nicht, aber es wäre halt schön, wenn man es irgendwie macht. So, ja, Annabelle und Jim kennen das ja auch, die haben ja schon mit mir zusammengearbeitet. Und ja, es soll auch keine Werbeveranstaltung sein, aber trotzdem sage ich einmal ganz kurz, wer vielleicht mal irgendwie einen Job braucht oder ein Praktikum machen will, kommt ja im sechsten Semester oder so dann auch. Ja, ist immer gern gesehen bei uns. Wir haben auch schon zwei Leute von der FH quasi da. So, das genug dazu. Dann noch ganz kurz diese ganze Motivationskiste, um das gleich mal abzuschließen. Also, warum machen wir den ganzen Kram? Ich finde persönlich, dass das Modul Webanwendung einen schlechten Ruf an der FH so ein bisschen hat, so habe ich das halt irgendwie mitbekommen, dass die Leute da bei den Vorlesungen immer nur so halb Bock irgendwie hatten. Also ich meine, das ist auch so, das sind immer Doppelblöcke Vorlesungen, also ihr habt dann quasi 3 Stunden. Kann man darüber diskutieren, ob das so gut ist. Und das, was ich halt so mitbekomme, ist, dass das nur so halbwegs praxisnah irgendwie ist. Bisschen viel Blabla, nicht ganz so konkret. Also ich habe es halt auch aus der Erfahrung jetzt auch in einem Semester gemerkt, die Leute können das irgendwie benutzen und können irgendwie was produzieren, aber sobald man das dann irgendwie erweitern will oder ein bisschen umbauen will, das ist doch scheiße, ey, das ist alles so festgetackert. Also es funktioniert irgendwie bis zu einem gewissen Punkt. Und deswegen versuche ich hier halt, ja, die Sachen ein bisschen näher zu vermitteln, ein bisschen mehr ins Detail zu gehen. Manche Sachen lasse ich quasi auch komplett raus. Also die ganze Netzwerktechnologie, sage ich mal, das A ist es nicht direkt mein Thema, da kenne ich mich so nicht mit drin aus und finde ich ist halt auch nicht so wichtig, weil das kann man in 3 Sätzen quasi erklären und muss da nicht eine halbe Stunde drüber labern. So, ja, warum auch Webanwendung an sich? Warum sollte man das machen? Vorteil von diesen Webanwendungen ist, man kann ganz einfach starten. Man braucht eigentlich keine extra Software, so ein Notepad und ein Browser reicht. Man muss sich nicht erst sonst was an virtuellen Maschinen oder sowas aufsetzen. Und man hat quasi auch, wenn es dann in die Programmierung geht, eigentlich eine relativ steile Lernkurve, weil PHP und JavaScript, so die Hauptsprachen, mit denen man da arbeitet am Anfang, die kennt zum Beispiel keine Datentypen. Also als mir jemand im ersten Semester sagt, ja, hier ist ein String Array, ist so, wieso String Array? So, ich kann doch auch ein Array haben und dann ist der eine Teil ist ein String und das andere ist ein Int und das andere ist sonst was. Nee, also die Skriptsprachen verzeihen da auch relativ viel. So, dann gibt es quasi auch so Nachteile in Anführungszeichen. Der ganze Kram ist unheimlich flexibel, unheimlich vielseitig einsetzbar, hat eine geringe technische Hürde, aber man kann von diesem ganzen Informationsangebot auch direkt ein bisschen erschlagen werden, weil ja, es vielleicht ein bisschen viel auf einmal ist. Und es ist auch eine relativ schnelle technologische Entwicklung. Man kann da sich sehr doll noch spezialisieren und auch nachträglich noch viele Sachen optimieren. Also wenn ich mir überlege, wie wir damals in meiner Anfangszeit in der Ausbildung Seiten gebaut haben, was man da irgendwie brauchte und was man jetzt irgendwie alles noch nachinstallieren muss und hier und da an irgendwelchen Tools, ist halt schon nicht ohne. Klar, die nehmen einem alle dann auch Sachen ab, machen das Leben einfacher, aber man muss halt sich wieder in irgendetwas einarbeiten, damit es einem das Leben dann doch wieder einfacher macht. Also es ist immer so ein, ja, zweischneidiges Schwert quasi. Ja, eine Sache noch dazu, ihr habt ja auch MOB zum Beispiel, dieses Semester mobile Systeme, wo ihr Android-Apps programmiert. Das sind quasi richtige Anwendungen. Eine der Fragen wird garantiert auch in der Klausur drin rankommen, was der Unterschied ist zwischen einer Web-Anwendung, einer nativen Anwendung und einer hybriden Anwendung. Und bei dieser Web-Anwendung ist halt quasi beim Vorteil die Sache, das läuft auch auf allen Geräten quasi. Also ich muss auch nicht meine Web-Anwendung für Android programmieren und für iOS und für, keine Ahnung, BlackBerry, falls das noch jemand benutzt. Deswegen eine Sache funktioniert für alle und man muss es auch nur an einer Stelle quasi pflegen. So, das ist auch noch so ein Vorteil. So, dann habe ich noch ein paar Software-Tipps, hatte ich schon in die WhatsApp-Gruppe gestellt. Robert Manske, der Dozent, meine ich, der benutzt WebStorm von von JetBrains. IntelliJ kennt ihr ja auch schon. Die sind ja auch sehr ähnlich aufgebaut. Wir in der Firma und ich benutzen PHP Storm, weil wir halt ziemlich viel PHP programmieren. Die
geben sich nicht viel. Und als Ergänzung dazu, weil das sind ja richtige IDEs, die auch ein klein bisschen länger brauchen zum Starten und man hat dann da sein Projekt drin und so. Wenn man mal ganz schnell so eine Datei bearbeiten möchte, kann ich sonst auch noch Sublime Text empfehlen. Das ist so ein ja, kleiner, schneller, flinker, aber auch sehr mächtiger Texteditor. Oder VS Code benutzen auch andere Leute ganz, ganz gerne. So, noch ein kleiner Disclaimer, nachdem ich jetzt so viel gegen die FH geschossen habe. Es ist natürlich nichts Persönliches gegen die oder gegen die Dozenten. Es soll eben auch eher eine Ergänzung sein. Ich hatte es schon angekündigt, das Modul lehrt halt eher die Basics. Und ich war, wie gesagt, so ein bisschen enttäuscht, war dann ganz froh, als er dann gesagt hat, ja, ich habe jetzt hier einen aus dem Master so nach Hälfte des Semesters. Und der hat dann einen Vortrag quasi gehalten über Angular, war das, wo er dann gesagt hat, ja, hier und in die Richtung kann das dann gehen. Und meine ersten Wahlmodule, die ich irgendwie dann auch gesehen habe, musste ich dann feststellen, oh, das sind alles Master-Module. Also da kann das dann entsprechend weitergehen mit Webentwicklung und auch ja weiter noch mit Sicherheit. Das ist nämlich auch ein ganz wichtiger Aspekt. Und das unterscheidet einen zum Beispiel dann auch von diesen normalen Anwendungen von so einer Android App dann oder von der Anwendung, die einfach nur auf dem Windows-Rechner installiert wird. Die Entwickler von sowas, die belächeln die Webentwickler manchmal auch so ein bisschen und sagen, hey, ihr Web-Heinis, das ist ja nichts Halbes und Ganzes. Nee, ist eigentlich genau andersrum. Die Web-Leute haben eigentlich viel mehr Stress, weil Internet ist manchmal nicht da und dann wieder doch und man hat verschiedene Größen und so weiter und hat eben nicht seinen festen Rahmen, in dem das Ganze läuft. Also eigentlich ist es ein bisschen anspruchsvoller. Und ja, zu den Folien noch, die sind auch, ihr seht schon, ist ein bisschen mehr Text mit drauf, soll auch gewissermaßen zum Lernen vielleicht noch helfen oder so als Referenz, dass man so ein bisschen was nochmal nachlesen kann. Verlasst euch natürlich auch nicht blind darauf. Ich habe verschiedene Quellen noch mit angegeben, da kann man dann auch gerne noch ein bisschen nacharbeiten oder nochmal in die Tiefe gehen. Und was eben ganz wichtig ist, ja, selbst ausprobieren, Try and Validate, gehen wir nachher auch noch kurz weiter drauf ein, wie man seinen Code so ein bisschen überprüfen kann, weil die Browser zum Beispiel auch ganz, ganz viel verzeihen. Und ja, last but not least, die Demo-Seite, die ich zwischendurch zeige, also das ist quasi mein erstes Labor, an dem ich das ein oder andere zeige, ist natürlich auch nicht das Maß aller Dinge. Ja, so. Genug zum Disclaimer, zum ganzen Vorgelaber. Gucken wir uns das Ganze mal an, grundlegend, wie das so aufgebaut ist. Muss ich auch sagen, ich hatte auch ein bisschen Spaß, das Ding zu bauen. Das ein oder andere Meme wird uns hier über den Weg laufen. Und ja, damit ich euch direkt verschreckt, das sind so ein paar Geräte, mit denen ihr eure Seite dann testen könnt. Und stellt euch vor, auf jedem der MacBooks zum Beispiel läuft dann ein Firefox, ein Safari, ein Chrome, ein Opera. Und in dem muss man das auch alles testen. Also alles ein bisschen übertrieben. Das Gute ist, mittlerweile sind die Browser eigentlich alle so weit, dass sie sich an die Standards halten. Der Internet Explorer ist mittlerweile auch quasi abgelöst, könnte man sagen. Da gibt es nicht mehr so viele Bugs. Da durfte ich mich in der Ausbildung auch teilweise noch ein bisschen mit rumschlagen. Und sowas zum Beispiel, Warnung auch vorweg, sowas interessiert die FH zum Beispiel auch nicht mit verschiedenen Größen, was aber auch gut ist, weil wenn ich mir überlege, ich musste in der Ausbildung, auch in der Abschlussprüfung, musste ich einfach nur eine Website bauen und das hat gereicht. Und die letzten Mediengestalterinnenprüfungen, die mussten dann auch darauf achten, damit das auch auf dem Handy und auf dem Tablet gut aussieht. Und da gibt es dann halt auch so die Technologie des sogenannten Responsive Designs, dass man seinen Code so baut, dass sich das entscheidend von der Bildschirmgröße dann entsprechend anpasst. Also ja, ist ein bisschen anspruchsvoller, aber auch ganz, ganz interessant. Ist für uns, aber wie gesagt, erstmal egal. Wir konzentrieren uns eigentlich nur darauf, dass das Ding am Rechner ordentlich aussieht, in der quasi Full-HD-Auflösung und dann soll uns das auch reichen. Ja, das ganz grundlegende Prinzip gucken wir uns einmal ganz, ganz schnell an. Wir haben auf der linken Seite uns oder unsere Nutzer und die wollen jetzt irgendwie ja eine Internetseite aufrufen. Wie funktioniert das? Das ist relativ einfach. Das ist ein Anfrage-Antwort-Spiel. Also ich stelle quasi eine Anfrage an den Server. Hey, gib mir mal bitte deine Startseite oder gib mir mal die Unterseite so und so. Und der Server sagt dann, ja, hier hast du. Also Anfrage, Antwort, Request, Response. Wie das Ganze mit irgendwie DNS und Domain-Auflösung und so weiter passiert, das kommt dann quasi im
in der richtigen Vorlesung. So, aber das nur einmal ganz groß kurz merken, oder kurz im Hinterkopf behalten. Man kann das Ganze dann auch untersuchen. Das ist jetzt so ein Screenshot aus einem der Entwicklertools. Da sieht man quasi, was alles runtergeladen wird. Also ich habe hier die Startseite einfach aufgerufen, also von meiner Laborseite habe ich die Startseite angerufen, dann kriege ich hier ein HTML-Dokument zurück. Das dauert hier ein kleines bisschen, also das ist hier so ein Zeitstrahl quasi. Da muss der Server dann erstmal die Seite raussuchen und sie dann zurückschicken und dann wird im Nachhinein noch weitere, werden weitere Sachen runtergeladen, also so eine Style-Datei zum Beispiel und so ein Logo wird dann nochmal mit runtergeladen. Und das passiert dann in Teilen parallel, in Teilen hintereinander und ja, das ist quasi auch das, was wir uns jetzt ein bisschen näher anschauen, nämlich die drei beziehungsweise Komponenten sind das. Also viel mehr ist eine Internetseite auch nicht oder eine Webanwendung. Es ist immer ein HTML-Dokument mit Inhalt drin. Dann gibt es das eine oder andere Stylesheet, damit man weiß, okay, die Überschriften sollen die und die Farbe haben und das soll hier und da positioniert sein. Und dann sind meistens noch Bilder dabei. So, das ist eigentlich alles, was da grob passiert, dann kann es noch so ein bisschen sein, dass vielleicht noch mal eine Schriftart runtergeladen wird oder es werden Skripte runtergeladen, um noch ein bisschen Dynamik, bisschen Programmierung reinzubekommen. Aber wie gesagt, grundlegend HTML, CSS und vielleicht mal ein Bild. So, das ist jetzt quasi genau das gleiche Diagramm wie vorher mit dem Typen auf der linken Seite und dem Server rechts. Nur ein bisschen technischer, bisschen näher aufgebaut. Jede Anfrage schickt dann noch so ein bisschen technischen Input mit, also welche Methode benutze ich. Dann kann man hier noch so ein bisschen Kopfdaten mitschicken und ja, entsprechende Angaben zum Inhalt. Und was man zurückbekommt, ist dann ein Antwortcode, also 200 ist so der Klassiker, alles okay. 404 kennt ihr alle, Seite nicht gefunden. Wenn eine 5 vorne steht, ist der Server misskonfiguriert und wenn es eine 3 ist, dann wird man irgendwo weitergeleitet. Also das sind auch alles standardisierte Protokolle. Und worauf ich hier hinaus will, ist, dass das, was am Ende zurückkommt, der Inhalt, das ist quasi das Wichtigste, das ist das Was. Also es kommt eigentlich immer ein HTML und CSS zurück. Und auf Serverseite, der kann natürlich auch ein bisschen mehr dann als einfach nur Sachen zurückgeben, sondern der kann auch so ein bisschen Logik, bisschen dynamische Magie, sag ich's mal, bei sich intern haben, dass man da dann zum Beispiel sagt, okay, das ist dann wirklich Programmierung. Frag jetzt die Datenbank an und ich hole mir jetzt alle Kunden und ich filtere diese Kunden nach Alter zum Beispiel und dann habe ich die Daten aller Kunden, gehe mit einer Schleife darüber und baue mir dann so ein HTML-Dokument zusammen, so eine Liste. So, und dieses HTML-Dokument gebe ich dann zurück. Also auf dem Server kann per PHP irgendwie was generiert werden oder per C oder manche programmieren es dann irgendwie in Python. Das ist dann jedem selbst überlassen. Aber letztendlich, was alle gemeinsam haben, ist, am Ende kommt irgendwie HTML und CSS zurück. Deswegen ist es eben auch ganz wichtig, dass man diese Sachen grundlegend verstanden hat. Auch wenn ich das teilweise bei Reddit sehe, oh, ich will mit Webanwendungen anfangen, soll ich mit React oder mit Angular anfangen? Sag ich, Digga, du wirst mit gar nichts anfangen, lern erstmal HTML und CSS und dann kannst du dich mit JavaScript-Frameworks irgendwie rumschlagen. So, du solltest schon wissen, was du da tust. Ja, das grundlegend zu diesem ganzen technischen Background gucken wir uns mal so ein klassisches Layout einer Website an. Stellt euch da quasi so eine Unternehmensseite vor, so Social Media Sachen mal komplett ausgeklammert. Normalerweise hat so eine Seite dann eben ja, einen Kopfbereich oben, hat vielleicht so eine Navigation, hat dann den Inhaltsbereich mit Hauptbereich, dann ist hier vielleicht noch so eine Hilfsnavi, hier ist vielleicht ein bisschen Werbung und dann gibt es eine Fußzeile mit ja, irgendwelchen rechtlichen Sachen, die keiner liest, aber die da sein müssen. Und man kann sich das auch so ein bisschen vorstellen wie eine Tabelle, die teilweise nochmal unterteilt ist in andere Tabellen, weil so hat man wirklich früher Layouts gebaut. Das macht man heute gar nicht mehr. Das ist aus diversen Gründen. Das lässt sich dann auch auf dem Handy nicht anpassen automatisch. Und der Code wird auch sehr schnell sehr unübersichtlich. Also Tabellen bauen in HTML, CSS ist nicht so das Schönste, aber muss man halt auch mitmachen. Und ja, früher hat man, ich höre immer noch den Typen, wie er das Code-Tutorial macht. Also ihr erstellt euch eine große Tabelle, die ist 100%. So, dann erstellt ihr darin
oder diese Tabelle hat insgesamt eine Spalte und vier Zeilen. 1, 2, 3, 4. Und dann packt ihr in jede dieser Zellen, packt ihr dann euren Inhalt rein. Und hier in dem Inhaltsbereich, da packt ihr noch eine Tabelle rein. Und zwar mit einer Zeile und drei Spalten. Und dann geht das halt immer so weiter. Also so hat man damals die Sachen dann gebaut. Ja, gucken wir mal ein bisschen weiter. Also Inhalt und Design, HTML und CSS ist quasi Word. Also alle, die sich mit Word mal ein bisschen mehr auseinandergesetzt haben, können das so ein bisschen gut nachvollziehen. Ich zeig mal, was ich damit meine. Ich habe einfach mal einen Teil von meiner Demo-Seite hier in Word reinkopiert. Und hier haben wir das eben so, dass Word diese Formatvorlagen zum Beispiel benutzt. Und man kann sich das so vorstellen, hier ist quasi unser HTML, das ist unser Text einfach nur. Und über die Formatvorlage kann man dann auf der einen Seite einen Stil vorgeben, also wie soll es aussehen. Und da haben wir dann eben Überschrift 1, Überschrift 2, dann gibt es vielleicht noch Überschrift 3, also das gibt es im HTML entsprechend auch. Und dann gibt es hier vielleicht noch, okay, das soll ein Untertitel sein, das soll schwach hervorgehoben sein. Und das sind dann eben verschiedene Stile, die man anwenden kann. Und der Vorteil daran ist ja eben, dass man das nur einmal pflegt. Und wenn ich sage, ach nee, ich will die Überschriften 2 jetzt doch irgendwie größer oder kleiner haben, dann muss man es halt nur einmal anpassen und muss nicht in seinem 500 Seiten Moment jede Überschrift anpassen. Das ist quasi das CSS, wenn man so möchte, in Word. Und was diese Formatvorlagen eben noch machen, ist, dass es nicht nur eben Optik ist, sondern es ist auch ja gewissermaßen Struktur oder Semantik mit dabei. Weil wenn ich die Überschrift 1 sage und mache jetzt noch eine Überschrift hier darunter, dann würden die hier eben auch untereinander stehen. Und wenn ich dann aber unterhalb einer Überschrift 1 eine Überschrift 2 mache, dann ist der eben auch ein bisschen eingerückt. Also es ist wirklich eine Hierarchie, die man damit dann abbildet. Und das ist quasi auch das, was man mit HTML und dann mit CSS eben auch macht. So, gucken wir uns das Ganze mal an, wie es dann wirklich aussieht. Das werden wir jetzt noch ein bisschen öfter sehen. Ich habe hier mal die Überschrift 1 markiert. Und hier wird es aber ganz strikt getrennt. Bei Word war das ja so ein bisschen zusammengemustert. Die Formatvorlage war für Gestaltung und für die Struktur zuständig. Und ja, hier im HTML ist es oder in Web-Anwendungen ist es dann getrennt. Wir haben hier unten links, gucken wir uns nachher auch ein bisschen näher noch an. Das ist quasi das HTML, also das ist so eine Baumstruktur, so eine verschachtelte Struktur, wenn man möchte. Und da steht einfach nur drin, hier ist eine Überschrift 1, eine Heading 1 mit dem und dem Text da drin und dann ist das Ergebnis dazu und darauf wirkt dann das CSS, das ist das, was hier an der rechten Seite dann eben ist und was hier so ein bisschen besonders bei ist im Vergleich zu Word ist, dass eben nicht nur eine Sache darauf wirkt, sondern wir sehen, okay, hier die Abstände, ein Margin zum Beispiel ist ein Abstand, das wirkt auf der Überschrift 1. Und normalerweise haben hier alle Überschriften haben eine Standardfarbe und diese Farbe wurde aber explizit für die H1, für die Überschrift, dann überschrieben und deswegen ist das Ding hier grün und nicht, ich weiß gar nicht, was das ist, grau oder blau oder irgendwie sowas. Und das unterscheidet eben dann auch den Kram vom HTML, vom Word so ein bisschen. Ja, was eben daran besonders ist, ist diese Vererbung, diese Kaskade, der so ein, wie so ein Wasserfall quasi, kann man sich das so ein bisschen vorstellen. Das wirken da verschiedene Sachen drauf und das gucken wir uns nachher nochmal ein bisschen näher an. Auf eine Sache will ich direkt auch noch weiter darauf hinweisen, dieses hier sind teilweise so Einheiten angegeben, EM. Was ist denn das überhaupt? Das ist eine relative Maßeinheit und das ist eigentlich nur die Schriftgröße. Also wenn ich hier sagen würde, Abstand nach unten 1 EM, dann ist das 32, weil es eben die aktuelle Schriftgröße ist. Und das kommt aus dem Druckbereich, aus dem Satzbereich. Früher hatte man wirklich so Leute, die hatten dann für jede Schriftart so einen Satzkasten mit so Bleilettern drin und die mussten dann wirklich ihre Printlayouts, ihre Broschüren, die haben sie dann alle immer den passenden Buchstaben rausgesucht und dann da irgendwie hingesetzt und so ein EM, das ist quasi hier so die Größe dafür,
ist dann quasi eine Schriftgrößeneinheit, weil ne, ein J hat vielleicht hier noch einen Unterstrich, einen Unterbereich irgendwie mit dran. Das ist quasi ein EM und so setzt sich das dann, kann man dann zum Beispiel dynamisch Abstände berechnen oder dergleichen, dass man eben sagt, okay, die Überschriften sollen alle einen Abstand nach oben von 1,5 haben, also das ist das hier, und nach unten von 0,5. Wenn ich das jetzt festgetackert hätte und wirklich immer einen Pixelwert angegeben hätte, dann hätte die Überschrift 6, die vielleicht nur 16 Pixel groß ist, hätte einen Riesenabstand und das würde gar nicht irgendwie dazu passen. So, und deswegen versucht man das dann relativ zu machen und das setzt sich dann so zusammen, wenn eben die Schriftgröße 32 ist und der Abstand nach oben 1,5 EM sein soll, dann ist es ganz einfache Mathematik und der Abstand nach oben, das hier sind dann 48 Pixel. Das so als kleiner Ausflug noch. So, kommen wir direkt zur ersten Live-Demo. Wir gucken uns meine Seite mal ein bisschen an, die ich da so gebaut habe hier im Browser. Das ist das gute Stück, wie gesagt, Labor Nummer 1 war das. Da sollte man einfach nur verschiedene Arten von Elementen irgendwie benutzen. Ich habe mir dann ja irgendwie auch so ein bisschen die Mühe gemacht, das Ganze auch textlich zu beschreiben, weil mein Laborpartner zum Beispiel keinen Hintergrund aus dem Webbereich hatte. Also da kann man eigentlich im Zweifel sonst auch nochmal ein bisschen Sachen näher nachlesen. Geht auch manchmal ein bisschen vertiefend rein. Ja, das einmal so quasi dazu. Und was ich euch jetzt zeige, ist euer neuer bester Freund, nämlich die F12-Taste und die Entwickler-Tools. So, damit, also alle anderen sind damit aufgeschmissen, wenn sie dieses Ding nicht haben. Das benutzt man wirklich, wirklich täglich. Ist eine super Sache. Früher musste man noch ein Plugin dafür installieren im Browser. Mittlerweile sind die überall mit drin, ob Firefox, Chrome und so weiter. Ist der Aufbau auch immer der gleiche. Und was man hiermit machen kann, ist eben, man kann die Seite untersuchen und eben auch manipulieren. Also hier links, das habe ich ja vorhin schon gezeigt, haben wir das HTML und rechts ist dann das CSS immer dazu. Und ich kann jetzt quasi mir das hier aufklappen, kann hier so durchgehen und er zeigt mir quasi auch immer direkt an, wer in der Optik quasi, welcher Bereich jetzt da dazugehört. Und ich sehe rechts dann auch immer die CSS-Stile, die darauf wirken, so gesehen. Und was eben auch ganz nice ist, dass man sagen kann, okay, ich wähle jetzt hier mal was aus und dann springt er da entsprechend hin. Oder ich kann auch sagen, hier mit Rechtsklick, jo, untersuch das Ding mal und dann springt er da auch direkt an die passende Stelle. Was ich noch machen kann, ich kann direkt Sachen manipulieren und bearbeiten. Das ist natürlich auch nur so lange, bis ich dann F5 mache. Wäre ja auch zu schön, wenn man jetzt irgendwelche Webseiten manipulieren kann. Ist also alles nur lokal, aber eben auch super zum Testen. Und was ich eben auch noch machen kann, ich kann dann eben auch einfach mal Stile an- und ausknipsen. Ich kann einfach irgendwelche Einheiten oder Eigenschaften dazu packen und kann eben gucken, oh, was passiert denn, wenn ich das hier ausmache? Und so muss man dann nicht immer in seinen Code gehen, eine Zeile rauskommentieren, speichern, neu laden und so weiter, sondern man kann das Ding hier quasi einmal heil machen und wenn es dann passt, in seinem Code nachbauen und hoffen, dass man alle Sachen mitgenommen hat und nicht irgendwo eine Eigenschaft vergessen hat zu übernehmen. Kleiner Tipp, wenn man dann nachlädt, um zu gucken, habe ich das jetzt wirklich alles übernommen, ladet die Seite in einem neuen Tab nach, weil falls das doch nicht so aussieht wie vorher, falls man irgendwo eine Zeile vergessen hat, dann kann man nochmal nachgucken, wo da entsprechend was drin war. Genau, das ist die Geschichte. Und ja, viel mehr werde ich auch gar nicht noch dazu sagen. Wie gesagt, man kann gucken, welche Stile darauf wirken. Man kann hier noch ein bisschen gucken, wie so die Dimensionen sind. Auf dieses Box-Model gehe ich nachher auch noch ein bisschen näher ein. Und dann kann man sich noch angucken, was der Browser jetzt wirklich berechnet hat, weil diese ganzen Eigenschaften, die darauf wirken, die sind dann manchmal in so einer Kurzform und sind zusammengefasst. Und hier hätte man die Sachen dann nochmal im Detail. Und man kann dann eben auch sehen, aus welcher Datei und aus welcher Zeile das herkommt. Also wirklich sehr, sehr wichtiges, mächtiges Tool. Wenn es dann später an JavaScript so ein bisschen geht, dann werdet ihr auch so ein bisschen mit der Konsole und dem Debugger arbeiten. Lasse ich jetzt aber mal komplett außen vor. Die Netzwerkanalyse haben wir quasi schon gesehen. Also das zeigt
dann den Wasserfall, was hier so geladen wird. Wenn ich jetzt mal neu lade die Seite, dann sieht man eben auch nach und nach kommen die Sachen, und hier kann man sich dann eben auch im Detail noch Sachen anzeigen lassen zu den einzelnen Dokumenten, Dateien, die man dann eben so runterlädt. Hier ist dann so ein bisschen technisches Bimborium, und dann kann man noch so ein paar Infos zur Anfrage oder zur eigentlichen Antwort bekommen. Und das ist eben auch das hier, wenn wir uns das HTML wirklich angucken, da sieht man dann eben auch, es ist wirklich nur Text, es ist wirklich nur Struktur, was man in HTML schreibt. Es sind wirklich nur Dokumente, Textdokumente. Und ja, das quasi einmal dazu. Dann kann ich euch noch empfehlen, euch einmal die Web Developer Toolbar zu installieren. Ist ein ganz nettes Plugin. Damit kann man dann zum Beispiel, wenn man Formulare baut und testen soll, stellt euch vor, ihr habt ein Registrierungsformular mit irgendwie 20 Feldern und sollt das testen, und ihr müsst jedes Mal, also das Max Mustermann oder irgendwie sowas eingeben, das geht dann auch irgendwann auf die Nerven. Deswegen kann man hier dann zum Beispiel auch sagen, wo ist das Populate Form Fields, dann füllt er alle Formulare mit einem Standardwert aus. Man kann seine Bilder ein bisschen untersuchen. Man kann sich hier direkt was anzeigen lassen, dass man sich diese Responsive-Ansicht dann da irgendwie generieren lässt. Wie gesagt, das Ding war nicht die Anforderung, also haben wir es auch nicht fürs Handy gemacht. Ist eine ganz, ganz nette Sache. Und genau, dann kann man, das wollte ich nämlich einmal zeigen, wenn wir jetzt nämlich alle Stile ausmachen hier auf der Seite, dann sieht man wirklich, okay, es ist nur Text, man hat ein paar Listen, man hat Überschriften, teilt das in Absätze auf, und ja, ist wie gesagt, genau, das ist quasi so CSS in a nutshell. Man probiert halt ganz viel aus, und irgendwie klappt es dann doch mehr oder weniger oder eben auch nicht, und dann hat man kein Problem. Nein, irgendwann klappt es dann doch am Ende. Und ja, wie gesagt, guckt, dass ihr das entsprechend durchstrukturiert, diese Tags, diese Semantik dann auch anwendet, damit eben auch so eine Maschine dann verstehen kann, was da eben so abgeht. So, wollte ich noch irgendwas sagen? Genau, doch, genau, einen habe ich noch fast vergessen. Ich hatte ja gesagt, validiert das Ding immer. Es gibt auch ein entsprechendes Plugin, HTML-Validator heißt das. Das sollte man sich einfach kurz installieren. Das gibt einem dann sowas hier mit. Und hier gibt es dann zwei Modi. Es gibt nämlich quasi ja offizielle Regeln für HTML, und der prüft dann eben, jo, passt dein Code oder hast du irgendwo was gemacht, was du nicht machen solltest. Den würde ich im Zweifel immer eher benutzen, als sich auf diesen Inspektor zu verlassen, weil wenn man hier zum Beispiel was nicht richtig geschachtelt hat, der simuliert das dann und versucht das so zusammenzubauen, dass das doch irgendwie hinhaut. Also letzte Instanz immer mit dem Validator das nochmal gegenprüfen. Und es gibt hier zwei Modi, einmal offline, und es gibt den W3C Online Modus. Das ist das W3C, ist das World Wide Web Konsortium irgendwie, also so eine Standardorganisation, die dann Standards verabschieden und sagen, hier, liebe Browser, daran solltet ihr euch alle halten. Und den würde ich eher benutzen, weil der ist ein bisschen strenger. Das hat jetzt auch einen kleinen Tick ja gedauert, weil er das erst da hinschicken muss. Und der sagt einem dann eben, jo, hier, dein Dokumenttyp ist obsolet. Ich erwarte, dass du das und das schreibst. Das ist auch so richtig. Gehe ich nachher noch weiter drauf ein. Ich benutze nämlich eine alte HTML-Variante. Da gibt es schon was Neueres. Und dann hat er hier einem noch so eine Info gegeben, hey, dieser Typ ist unnötig für JavaScript-Sachen, hat er mir gesagt, okay, was heißt das genau oder welche Zeile meint er, und dann kann man da reinklicken und man landet direkt im entsprechenden Code, und meistens stehen hier dann auch noch so ein paar Infos, wie man es beheben kann. Also Fehlersuche und Findung ist eigentlich, was HTML angeht, weitaus entspannter, würde ich mal behaupten, als jetzt irgendwie vielleicht in Java oder so. Genau. Das quasi einmal dazu sonst irgendwie was, weil sonst, ich nehme kurz so einen Schluck hier, läuft noch alles perfekt. Gut. Dann gucken wir uns den ganzen Kram mal näher an. Was hat mit diesem HTML denn jetzt auf sich hat? Also auch die Formalie einmal vorweg. Hypertext, Markup Language, dafür stehen diese komischen Zeichen. Was ist der Hypertext? Hypertext heißt eigentlich nur, ich kann Verlinkung machen zwischen verschiedenen Dokumenten, weil das ist auch das, was das Internet ja ausmacht. Man
kann alles mit allem verknüpfen und das Wissen ist entsprechend frei. Dann der Part Markup, das ist einfach nur die Struktur. Wir schreiben unseren Text nicht einfach nur hintereinander weg, sondern wir benutzen eine gewisse Struktur, eine Syntax dafür, um eben zu sagen, das hat so und so eine Bedeutung, das ist eine Überschrift 1, die ist wichtiger als jetzt irgendwie ein Absatz und eine Liste ist eben auch eine Liste. Also was man zum Beispiel auch nicht machen sollte, ist, dass man immer irgendwie schreibt Minus und dann wird erst geschrieben und dann Enter Minus und dann wird was geschrieben, sondern nein, es gibt extra Tags dafür, damit man sagt, hier ist eine Auflistung. Und diese Struktur hilft dann eben Maschinen wie eben den Browsern, damit die das ordentlich darstellen können. Das hilft Bots zu verstehen, um was geht's überhaupt auf dieser Seite. Also der Google-Bot ist da das beste Beispiel. Und dann gibt's noch so Software wie Screenreader, die dann von Leuten benutzt werden, die nicht so gut gucken können oder die vielleicht gar nicht gucken können. Die sollen ja auch Internetseiten benutzen können. Und die lesen einem dann wirklich die Seite vor. Also wir haben auch einen Kunden mal gehabt, wo das ganz explizit gefordert wurde und der eine Kollege, der hätte am zweiten Tag, wenn du den falsch anguckst, der hätte direkt eine reingehauen, weil der schon so gepestet war von diesem Screenreader, der ihm den ganzen Tag diese Seite irgendwie vorliest. Und wenn man halt sein Markup, seine Seite nicht ordentlich geschrieben hat, dann versucht jemand, die Seite mit diesem Screenreader zu konsumieren und der regt sich dann tierisch auf, oh ihr Assis, ey, es gibt auch noch andere Menschen, bitte bereitet das doch so auf, dass ich eure Sachen auch nutzen kann. Also Stichwort Inklusion auch so ein bisschen, deswegen da nochmal ein bisschen der Fokus so drauf. So, genug dazu. Zur Technik, wie sieht die Syntax aus? Also HTML arbeitet mit diesen spitzen Klammern, die wir da so schon gesehen haben. Also man macht quasi immer es gibt immer einen Tag, so gesehen. Das hat einen Namen, hat eine Bezeichnung und das ist dann eben in diesen spitzen Klammern drin. Es gibt so ein öffnendes Tag immer und ein schließendes Tag und die legt man quasi um einen Inhalt rum. In geringster Form oder in kleinster Einheit, atomar, wenn man so möchte, ist das dann immer nur ein Text, so wie wir das bei der Überschrift zum Beispiel gesehen haben. Man kann den Kram aber auch bis ins Unendliche eigentlich verschachteln. Also so Listenbäume zum Beispiel, wenn man sich eine Navigation anguckt. Eine Navigation ist auch immer nur eine Liste aus Links und da hat man dann in der ersten Ebene das Hauptmenü quasi und in dem einen Punkt, über den man dann rüberfährt, dann klappt das aus und dann kommt die zweite Ebene und dann hat man eben eine zweite Liste da noch mit drin, eine Liste in der Liste, wenn man so möchte. Und so kann man dann eben auch schachteln und diese Tags, diese Elemente kann man dann auch noch einen Ticken erweitern mit Attributen und da ist die Syntax dann eben einfach nur, ich habe ein Attribut mit einem Wert drin. Und theoretisch können da auch mehrere Werte drinstehen. Die sind dann quasi immer Semikolon getrennt. Gucken wir nachher aber auch uns nochmal weiter an. Und was eben ganz wichtig ist, ist, wenn ein Tag aufgeht, dann muss das auch immer wieder zugehen. Und auch in einer passenden Reihenfolge. Achtet da wirklich drauf, dass ihr nachher bei der Schachtelung auch immer ordentlich einrückt. Das hilft ungemein. Alle IDEs, alle Texteditoren können das standardmäßig benutzen, dieses Reformat Code. Das hilft auch beim Debugging, bei der Fehlersuche nachher, weil wenn man schon sieht, oh, das sieht nicht so ganz richtig aus, da hängt irgendwo was, dann ist das direkt ein Indikator. Gab ein Problem damit. Und ich würde zum Beispiel auch, also ihr könnt mich auch immer noch anhauen, wenn ihr irgendwo mal eine Frage habt, aber ich werde zum Beispiel dann auch sagen, Alter, ich guck mir das so nicht an, formatier das. So, ich kann da nichts lesen. So muss man einfach so durchziehen. Ja, die Takeaways dazu, ich habe das quasi ja schon gesagt, achtet da bei der Schachtelung drauf, rückt das ordentlich ein. Und guckt auch, dass die Sachen in der passenden Reihenfolge auf und zugehen. Also wenn ich etwas aufmache, dann muss ich das auch quasi direkt wieder zumachen. So, wenn ich jetzt hier sage, also wir gehen quasi immer von innen nach außen, wenn ich hier meinen Hello World Text habe und ich mache da ein Spain drum, was das ist, gucken wir uns nachher nochmal an, nimmt das erstmal so an, dann muss das Spain, was hier aufgeht und sich um den Text rumlegt, das muss dann auch wieder zugehen. So, dann das muss so wie hier unten, das muss dann direkt zugehen, also erst das eine aufmachen und das dann zumachen und dann kann man erst das nächste Pärchen da quasi drum rumlegen. Und
Deswegen quasi auch der Tipp, wenn ihr ein Element aufmacht, ein Tag aufmacht, dann schreibt erst das hier, macht das direkt wieder zu, dann habt ihr hier stehen, Spain geht auf, Spain geht zu und dann geht da rein und schreibt dann erst den Text rein. Das vermeidet, verhindert einfach ganz, ganz viele Probleme und wie gesagt, so 95% der HTML-Probleme passieren genau deswegen, weil man nicht richtig geschachtelt hat. Und ja, die Browser verzeihen eben leider auch relativ viel. Vielleicht sieht es vorne dann eben ordentlich aus und wenn man dann den Validator anschmeißt, sieht man Error. Deswegen das ganz genau prüfen. So, ja, wie gesagt, achtet darauf, dass ihr euch an diese Verschachtelung gewöhnt und alles muss quasi im Editor auf- und zuklappbar sein. Das ist auch eine ganz, ganz gute Sache, die die Editoren anbieten, weil das manchmal dann relativ viel Text wird. Da kann man dann das eine Ding mal auf- und zuklappen. So, ja, zweiter Teil der Takeaways, hatte ich quasi auch schon gesagt. Also diese Tags, die wrappen, die umschließen immer einen Inhalt. Dieser Inhalt kann eben Text sein oder eben andere HTML-Tags, andere Pärchen und ja, immer wieder direkt schließen, Reformat-Code benutzen, das macht das Ding automatisch. Die Validatoren hatte ich ja auch quasi schon angesprochen. Gibt es natürlich auch für Chrome und was auch immer. Ja, im Zweifel dann auch wirklich den Quelltext genau untersuchen und sich nicht auf die DevTools verlassen, weil, wie gesagt, die verzeihen viel, die simulieren das dann eben auch immer. Und darin kann man das dann, das sollte man auf jeden Fall mitnehmen. So, dann, ich hatte jetzt schon zwischendurch mal gesagt, Elemente und Tags, eigentlich ist es genau das Gleiche. Man könnte, wenn man das so ein bisschen auf die Spitze treiben will, sagen, okay, ich habe drei Überschriften-Elemente und ich benutze zwei Tags dafür, das könnte eine Aussage sein und dann hat man zum Beispiel einmal das H1-Tag benutzt und hat zweimal das H2-Tag benutzt und insgesamt sind es drei Überschriftenelemente. Ist vermutlich gar nicht so richtig, das wird meist als Synonym benutzt und ich werde es quasi auch weiterhin als Synonym benutzen, also da nicht irgendwie verwenden lassen. So, jetzt einer der Sachen, die mir eben relativ wichtig waren, da finde ich, ist die FH damals auch nicht so sehr drauf eingegangen, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen einem Block und einem Inline-Element? Das muss man einfach irgendwie so ein bisschen auf dem Zettel haben. Das sind die ja, mit elementarsten Sachen. Es gibt auch noch andere Typen quasi, aber die sind nicht ganz so wichtig. Ja, was machen die so aus? Also ein Blockelement, wie der Name sagt, es ist wirklich ein Block. Und so ein Blockelement nimmt auch immer 100% des verfügbaren Platzes ein. Also eine Überschrift zum Beispiel ist ein klassisches Blockelement, ein Absatz ist ein klassisches Blockelement und wenn ich jetzt zum Beispiel auf dieser Seite bin und sage, okay, das ist jetzt meine Überschrift, das ist mein Text der Überschrift und meine gesamte Seite geht von hier bis hier ans Ende, dann würde das Element, das Überschriftenelement auch wirklich von hier bis da gehen, weil das ist der ganze Platz, den er hat. Auch wenn der Text nur bis hier geht, das Element geht trotzdem bis hier und alles, was danach kommt, das kommt eben da drunter. Und bei einem Absatz wäre es genauso. Wenn ich hier ein Absatzelement erstellen würde und ich habe da nur drei Wörter drin, dann geht der Text vielleicht nur bis hier, aber das Element geht wirklich bis ganz ans Ende und alles andere kommt da drunter. Im Kontrast dazu bei den Inline-Elementen entsprechend, die nehmen nur so viel Platz ein, wie der Inhalt benötigt. Wenn man das jetzt mit diesem Absatz wieder nehmen würde, mit dem P, mit den drei Wörtern drin und ich daraus ein Inline-Element machen würde oder eins nutzen würde, was sich um diesen Text legt, dann würde halt das Element auch nur so groß sein. So ein Link ist zum Beispiel ein klassisches Inline-Element, weil wenn ich einen riesen Fließtext habe und da ist ein Link drin, dann wird der sich einfach so da einfügen. Da wird nicht vorher ein Umbruch kommen oder danach und das ist quasi auch das, was ein Blockelement machen würde. Die erzeugen immer vor und hinter sich einen neuen Umbruch und greifen so quasi in den Textfluss mit ein. Ich hatte schon gesagt, die Inline-Elemente, die fügen sich da einfach ein, die erzeugen keinen Umbruch. Und dann gibt es noch ein, zwei Regeln dazu. Blockelemente dürfen nicht in Inline-Elementen stehen. Sie können es,
Wie gesagt, dem Browser ist das relativ egal erstmal, aber sie dürfen es nicht und es kann halt möglicherweise dadurch doch zu Problemen kommen, deswegen das eher unterlassen. Man kann Blockelemente aber ganz unproblematisch in andere Blockelemente reinpacken und macht das auch ganz, ganz oft. Und Inline-Elemente stehen auf der anderen Seite ja gefühlt so zu 90% in Blockelementen, können aber natürlich auch in anderen Inhaltelementen drinstehen. Ja, das wird später noch ein bisschen relevant. So, dann gucken wir uns die wichtigsten HTML-Tags mal an und ja, die müsst ihr quasi auswendig lernen. Da führt kein Weg dran vorbei, aber die sind glücklicherweise auch relativ intuitiv oder auch semantisch. Die haben alle eine Bedeutung, das macht alles irgendwo Sinn. Irgendjemand hatte mal gesagt, ja, das ist HTML, das macht keinen Sinn, das musst du nur verstehen. Oder das musst du einfach nur machen. Ich habe gesagt, Alter, das ist Schwachsinn. Wenn HTML 1 ist, dann ist es sinnvoll und sinnig und mit Bedeutung und allem. Und ja, die grundlegenden Tags sind quasi auch nur für Typografie und Struktur gedacht. Wir haben die Überschriften. Ich habe vorne immer noch mit hingeschrieben, was das für ein Typ ist. Wir haben Überschriften, also Headings von 1 bis 6 in der entsprechenden Hierarchie. Die 1 ist das Wichtigste, die 6 ist nicht mehr ganz so wichtig. Stellt euch das ein bisschen wie so ein Buch vor, eure Website, also die Unternehmenspräsenz, wenn man so möchte, ist ein Buch und so ein Buch hat dann mehrere, die Website hat mehrere Seiten, hat mehrere Kapitel, wenn man so möchte und jedes Kapitel hat quasi eine Kapitelüberschrift und darunter sind dann meistens Fließtexte, sind Unterüberschriften, sind Listen, sind Tabellen, also alles, was man bisher auch so kennt. In der Regel benutzt ihr so von H1 bis H4 und viel weiter geht man eigentlich in der Praxis gar nicht. Dann gibt's Absätze für eben ganz normalen Fließtext. Das ist das P für Paragraph-Element. Dann gibt's verschiedene Arten von Listen. Und zwar gibt's die Unordered-Liste. Das ist quasi einfach nur eine Auflistung mit Bullet Points. Dann gibt's die Ordered-Liste. Da macht er dann quasi automatisch erstens, zweitens, drittens, viertens. Und das kann man auch stylen, dass man dann sagt, okay, ich möchte keine Zahlen haben, sondern ich möchte Buchstaben haben oder ich möchte römische Zahlen haben. Aber es ist auf jeden Fall in der entsprechenden Ordnung, in der entsprechenden Aufzählung. Und dann gibt es noch die DL für Definitionslisten. Und innerhalb der Listen, weil dieses Tag sagt erstmal nur, jo, hier kommt eine Liste, aber was da drin steht, weiß man noch gar nicht, sondern dafür ist dann das LI, das sogenannte List-Item-Element. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel mal überlegen würde, ich habe ein Rezept für ein Cocktail zum Beispiel, dann würde ich sagen, okay, hier geht das UL auf, hier fängt jetzt eine Liste an und jetzt liste ich mal auf, was für Zutaten ich so brauche. Und dann kommt LI, 2 Cl Wodka, dann geht das LI zu, dann kommt ein neues LI, dann steht da, keine Ahnung, 6 Cl Milch oder was auch immer und dann geht das wieder zu und so weiter und so fort und dann am Ende geht die UL erst wieder zu. Dann ist die Liste beendet. Also auch alles Blockelemente gewesen. Dann gibt es das erste Inline-Element hier. Das ist ein Link oder ein Anker. Für Sprungmarken kann man das benutzen. Das A-Tag. Anker ist das englische Wort dann eben dazu. Also alles, was ihr verlinkt, wird mit einem A passieren. Ob ihr jetzt eine Internetseite von extern verlinkt, also auf facebook.com oder intern auf eine Unterseite, auf das Impressum oder so, das wird immer ein A sein. Wenn ihr eine Datei zum Download anbietet, wird es höchstwahrscheinlich ein A sein. Wenn ihr eine E-Mail-Adresse verlinkt oder eine Telefonnummer, dann wird es auch ein A sein. Ja, dann gibt es noch quasi generische Elemente, die einfach nur zur Gruppierung da sind. Die haben nicht direkt eine semantische, inhaltliche Bedeutung. Damit kann man einfach nur Sachen zusammenfassen. Man kann sich quasi Container damit bauen. Das Div steht für Division, also für einen Bereich und ist entsprechend das Blockelement. Das Pendant dazu ist das Span. Ich habe keine Ahnung, wofür das steht. Ich weiß nicht, ist vielleicht Span auch einfach ein englischer Begriff. Keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall das gleiche in Rot bzw. in Inline. Und es gibt seit ein paar Jahren gibt es noch so ein paar Sonderfälle, habe ich die jetzt mal hier genannt. Das sind HTML5-Elemente, um eben zu sagen, okay, wir haben ein bisschen mehr Semantik mit drin. Dann kann man nämlich explizit sagen, okay, hier ist der Header, hier ist ein Footer, hier kommt eine Navigation, hier ist der Hauptbereich, hier ist eine Sektion und hier ist so ein ja, Seitenbereich, der vielleicht nicht ganz so wichtig ist. So, dann
zum Abschluss, die sollte man auch auf jeden Fall auch auf dem Zettel haben, sind Formulare, weil wenn wir keine Formulare haben, dann ist eine Website quasi oder eine Webanwendung nicht wirklich dynamisch. Man liest eigentlich nur Text, man liest Überschriften, Absätze, Listen, aber man kann nicht wirklich damit interagieren und eigentlich macht eine Webanwendung ja die Dynamik aus, man kann was eingeben, man kann nach was suchen, man kann sich was berechnen lassen und so weiter und so fort. Und dafür braucht man dann Formulare. Auch ganz spannendes Thema, ist nicht ganz so bürokratisch und alteingebacken, wie es sich vielleicht anhört. Und wir sagen dann quasi, okay, hier kommt ein Formular. Und ein Formular hat dann in der Regel verschiedene Inputfelder. Das können Textfelder sein, das können Passwortfelder sein, E-Mail-Felder und so weiter und so fort. Und diese Inputs bekommen dann in der Regel noch ein Label dazu, damit man quasi sagen kann, wenn wir jetzt keine Labels hätten, dann macht ihr ein Formular auf und ihr seht 6 Eingabefelder. Aber ihr wisst halt nicht, was ihr dazu eintragen sollt. Und das Label sagt dann quasi, okay, hier die Überschrift, den Benutzernamen eintragen, hier das Passwort eintragen, in diesem Feld bitte die E-Mail-Adresse eintragen. Dafür ist das Label. Dann gibt's das Select, das geht so ein bisschen in die Richtung wie die Listen. Ein Select ist quasi ein Dropdown, da kann man dann was auswählen. Und was man auswählen kann, das sind dann die Options. Also wenn ich zum Beispiel sage, in meinem Formular bitte wähle dein Land aus, dann würde man anfangen, okay, hier kommt das Select für die Länderauswahl und die erste Option ist dann Deutschland, dann geht die Option wieder zu, dann kommt die nächste Option für Frankreich oder was auch immer und dann geht das auch wieder zu. Und mit relativ wenig Aufwand kann man dann auch sagen, man kann theoretisch mehrere Sachen in diesem aus einer Auswahl auswählen. Und ganz am Ende gibt es dann auch noch einen Button, der hat eigentlich nur 2 Zustände. Entweder ist es der Absenden-Button oder ist es der Zurücksetzen-Button. Und dann, wenn man das absendet, dann schickt man das halt irgendwo hin, gegen einen Server oder so, und der macht dann damit irgendwie etwas. Gucken wir später vielleicht auch nochmal näher drauf. So, dann jetzt die Frage, was könnte ein Dokument vielleicht noch so enthalten? Machen wir das Ganze noch so ein bisschen dynamischer. Kleiner Tipp, denkt vielleicht mal so an wissenschaftliche Arbeiten oder Projektarbeiten. Was könnte man vielleicht noch in so ein Dokument reinpacken? Irgendjemand spontane Idee? Ich nehme nochmal einen Schluck. Meinst du jetzt sowas wie Inhaltsverzeichnis oder, also es gibt ja immer die Bars, wo du dann die einzelnen Tabs quasi hast, sodass du ja noch auf andere Seiten weiterleitest und so? Ja, nicht direkt. Man baut das dann, dass das wie Tabs aussehen. Ich zeig's einfach. Also ein Zitat wäre zum Beispiel noch sowas. Man kann zum Beispiel zitieren. Es gibt, wie gesagt, auch ganz abgefahrene Dinger, man kann Keyboard-Shortcuts extra hervorheben, aber die sind jetzt absolut nicht elementar. Wir gucken uns mal die wichtigsten an, die man zumindest schon mal kurz gehört haben sollte. Und wichtig ist dabei eben Semantik, es geht um die Bedeutung dahinter. Also was ist noch so nützlich? Die sollte man mal kennen oder mal von gehört haben, um das Ganze auch noch ein bisschen näher zu strukturieren. Und zwar gibt es einmal Zeilenumbrüche, die man zum Beispiel machen kann innerhalb eines Absatzes, ne, damit eben nicht einfach nur ein riesen Fließtext da hintereinander wegsteht, sondern einfach mal einen Umbruch spendieren. Nicht direkt einen neuen Absatz, sondern einen Umbruch reicht manchmal vielleicht auch. Dafür kann man das BR, das Break oder Line Break Tag benutzen oder wenn man mal schnell so eine horizontale Trennlinie einbauen möchte, einen horizontal Ruler, dafür ist das HR dann. Ihr seht hier schon direkt so eine kleine Sonderform. Das ist ein sogenanntes selbstschließendes Tag oder Self-Closing Tag. Ganz am Ende nochmal kurz drauf ein, weil so ein BR, ein Zeilenumbruch, hat keinen Inhalt. So. Hier ist ein Zeilenumbruch, Ende der Diskussion. Da steht kein Text drin, da steht keine weitere Information mit drin, da ist einfach nur ein Zeilenumbruch. So ein Bild zum Beispiel, also ein Image-Tag wäre auch noch so ein selbstschließendes Tag, weil in einem Bild steht nie was drin. Da sagt man, hier ist ein Bild und dann gibt man eine Quelle an zu dem Bild und von der Adresse kann man das Bild dann runterladen. Dann gibt es noch so ein paar gestalterische Sachen, sag ich mal, um den Text noch ein bisschen näher zu strukturieren, ein bisschen Semantik zu geben. Und zwar gibt es einmal die Hervorhebung, das Strong, also
am Ende wird es dann fett quasi. Früher hat man auch das B, das Bold-Tag benutzt, aber dadurch, dass man eben trennen möchte zwischen Inhalt, zwischen Semantik und der Gestaltung, hat man gesagt, nein, du bist nicht fett, sondern du sollst hervorgehoben werden. Und genau das Gleiche ist quasi bei dem EM passiert, dem Emphasis, also Betonungstag. Das ist standardmäßig, alle Browser machen das standardmäßig kursiv. Und früher hieß das eben I für Italic. Und mittlerweile missbraucht man das I-Tag nur noch für Icons. So, das hat sich irgendwie so ein bisschen durchgesetzt. Dann gibt es noch, deswegen der kleine Wink mit wissenschaftlichen Arbeiten, es gibt Tabellen, die ich ja quasi schon angesprochen habe, die auch eine ganz eigene Liga quasi so ein bisschen sind. Tabellen können von ganz einfach bis ja komplex irgendwie sein, mit noch einem Tabellenkopf drin und mit einem Tabellenbody, mit dem eigentlichen Inhalt. Und das, was man eigentlich nur mitnehmen muss, ist, es gibt immer einen Table-Tag. Dann, wenn man möchte, hat man eine Kopfzeile oder einen Kopfbereich. Die Kopfzeile kann dann eben mehrere Zeilenelemente haben und in den Zeilenelementen stehen dann die TDs, die Tabellendaten noch mit drin. Und ja, im normalen Tabellenbauch quasi, wo der ganze Inhalt drin sind, wo die Fußballergebnisse zum Beispiel drin stehen, da steht dann eigentlich nur Body drin. Also, weil wenn wir Fußballergebnisse nehmen wollen, so eine Tabelle oder eine Auflistung, wer ist jetzt irgendwie Erster, dann wird wahrscheinlich im Tabellenhead steht immer drin Position, Mannschaftsname, Punkte, Siege, Niederlage, Tordifferenz und so weiter und so fort. Das ist dann der Tabellenkopf. Und im Body steht dann quasi für jede Mannschaft gibt es dann ein TR. Und in dem TR steht dann quasi, das erste TD ist dann die Position 1. Dann steht bei 2, ich weiß nicht, ob Bayern jetzt gerade Erster ist, keine Ahnung, mir auch egal. Und so weiter und so fort. So sieht das dann aus. Aber das könnt ihr euch dann bei Gelegenheit selbst reinziehen. Zitate hatte ich schon kurz erwähnt. Zeit ist dann quasi, ich zitiere jetzt aus dem und dem Dokument möglicherweise, und ein Blockquote wäre dafür da, um zu sagen, hey, der und der, die und die hat das und das irgendwann mal gesagt. Wie gesagt, auch nur einmal kurz gehört haben. Dann gibt's seit HTML5 quasi, weil wir machen ja nicht nur Printdokumente, wir sind ja im Internet, gibt's auch quasi multimediale Tags, Audio und Video kann man jetzt sehr, sehr entspannt einfügen. Früher musste man dafür noch irgendwie extra mit Flash irgendwie arbeiten und die Leute mussten dann auch Flash installiert haben und alles uncool, ist alles abgelöst. Und was eben auch ganz, ganz nice ist, ist, dass die Browser und auch besonders die Handys das nativ eben auch unterstützen und man kann wirklich mit einer Zeile quasi, kann sich so ein Audio-Player einbauen, kann Video-Player einbauen. Das ist eine ganz, ganz nette Sache. Und last but not least kann man auch andere Webseiten in die eigene Website einbauen mit einem sogenannten iFrame. Benutzt man eher selten, aber kann man für ja, verschiedene Sachen benutzen, vielleicht um so ein Wetter-Widget einzubauen oder YouTube-Videos zum Beispiel werden in der Regel immer per iFrame eingebunden. So, da hat YouTube dann einen extra Link bereitgestellt, wo nur das Video da ist, wo die ganzen Kommentare weg sind und so. Und dann kann man sagen, hey, auf meiner Website möchte ich das iFrame mit dieser speziellen YouTube-Adresse einbinden. Und dann hat man halt das YouTube-Video bei sich drin. Ja, das quasi zu den ganzen HTML-Tags. Ich hatte ganz am Anfang die Attribute erwähnt. Das gucken wir uns jetzt auch nochmal kurz an. Da gibt es auch nur wirklich ein paar, die man aber auf jeden Fall gehört und auch verinnerlicht haben sollte, weil sie eben das Tag dann näher beschreiben, näher spezifizieren und man damit dann eben arbeiten kann, die darüber dann ansprechen und stylen zum Beispiel kann. Also das Wichtigste ist die ID. Ist, wie der Name quasi sagt, eindeutig, kennt ihr ja auch aus anderen Bereichen, oder kennt ihr es? Weiß ich nicht. Eine ID muss auf jeden Fall immer eindeutig sein. Ein Element hat auch immer nur eine ID. Also wenn ich einen Div zum Beispiel habe und ich sage ihm, du hast die ID Header, dann ist dieser Bereich, diese Division, ist der Header. Da kann ich nicht dann noch zu schreiben, okay, du bist eindeutig der Header und du bist der Header oben oder irgendwas anderes. Macht keinen Sinn. Du hast schon eine eindeutige ID und brauchst nicht noch eine zweite. Und was auch ganz wichtig ist, es darf diese ID nur einmal geben auf der Seite, auf dem Dokument. Auf der Startseite gibt es nur einen Header, auf der Unterseite gibt es nur einen Header und es gibt auch immer nur einen Footer, es gibt immer nur eine Hauptnavigation.
Dann ergänzend dazu gibt es noch das Class-Attribut, hat auch nichts mit OP glücklicherweise zu tun. Das kann man mehrfach referenzieren, also man kann die gleiche Klasse öfter benutzen in einem Dokument und ein Tag, ein Element kann eben auch mehrere Klassen haben. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich habe auf der Startseite, habe ich Nachrichten, die ausgegeben werden möchten. Ich möchte so eine Teaser-Ansicht haben, dass ich die drei letzten Nachrichten anzeige. Und jeder Teaser ist quasi eine Box und jede Teaser-Box hat eine Überschrift, hat, weiß nicht, drei Zeilen Text, damit man schon mal heiß gemacht wird. Was steht denn da so drin? Und jede Teaser-Box hat auch noch einen Link, damit man draufklicken kann und sich die Details dann angucken kann. Dann könnte man eben sagen, okay, ich habe jetzt Div-Class Teaser, da ist der erste Inhalt drin, dann habe ich noch eine zweite Div-Class-Teaser, da steht dann die zweite Nachricht drin und so weiter und so fort. So kann man das dann nutzen und ja, kann theoretisch auch sagen, okay, das ist jetzt einfach nur Teaser und das ist jetzt Teaser-Highlight zum Beispiel und dann wird die gehighlightete Box noch ein bisschen anders gefärbt. Also gucken wir nachher ein bisschen mit im CSS noch mit drauf. Dann gibt es das Style-Attribut, das hat schon mit CSS zu tun, solltet ihr eigentlich in der Regel nie irgendwie aktiv, produktiv anwenden auf einem Element, dient eher dem Debugging, dass man mal sagt, okay, ich packe jetzt hier einfach mal, ich benutze meistens Background Red oder so, weil man dann direkt sieht, ah, da ist das Element oder das geht bis da. Okay, wieso sehe ich das nicht? Wieso wird das jetzt irgendwie überlappt? Das ist einfach da, damit man quick and dirty mal ein bisschen schnell CSS anpacken kann. Wie gesagt, nur zum Debugging da. Wenn man später so ein bisschen weitergeht und so JavaScripte einbaut, die dann irgendwie so Bilderwechsel, Animationen und so weiter laden, die schreiben dann per JavaScript oftmals so Inline-Styles, nennt sich das. Die benutzen dann das Style-Attribut. Das ist dann auch okay. Aber eigentlich sollte man, wenn man eine Seite baut, nie dieses Style-Attribut benutzen. Sehen wir nachher auch noch kurz, warum. Dann gibt es noch das Title-Attribut, das ist einfach nur für so ein bisschen besseres User Experience und auch so ein bisschen für Debugging im Zweifel. Damit kann man ganz salopp gesagt, wenn ich über ein Element rüberfahre, über ein Bild zum Beispiel und das Bild hat einen Title, dann wird mir so ein kleiner Tooltip angezeigt mit ein bisschen Text, also dem, was im Title dann drin steht. Ist quasi einfach nur, um zu sagen, wenn man das Logo zum Beispiel hat, da könnte man einen Title draufsetzen und sagen, hier klicken, um zur Startseite zu gelangen. Das wäre so ein Anwendungsfall dafür. Also den sieht man nur, wenn man mit der Maus rüberfährt. Und dann ganz am Ende ist extra ausgegraut. Es gibt ein Data-Attribut mit Minus bla bla bla. Also man kann da wirklich angeben, was man möchte, kann das total frei definieren und das dann eben für komplexere Sachen, wenn man per JavaScript irgendwelche Daten an einem Element speichern möchte oder darauf zugreifen möchte, nur mal kurz von gehört haben. So, dann, ja, wollen wir jetzt noch ein bisschen Live-Coding machen, einfach nur mal ganz salopp zeigen, wie schnell man so eine Seite bauen kann, wie man sich das Ding vielleicht auch so ein bisschen dann validiert gegenprüft. Ich gehe mal hier wieder in meinen Web Explorer hier und ich werde hier einfach mal eine Datei erstellen, eine ganz einfache Textdatei. Die nenne ich index.html. Das ist so ein, ja, eine Konvention. Wenn man index.html hat und irgendwie einen Server konfiguriert hat, dann ist die Index-Seite quasi die automatisch aufgerufen wird. Und wenn ich mir die jetzt mal in meinem Editor hier aufmache, mit Sublime Text in diesem Fall, dann schreiben wir da einfach mal ein bisschen raus, rein und bauen mal so eine ganz, ganz, ganz einfache HTML-Seite. Also ich sage einmal, es gibt einen Title, also einen Seitentitel, der steht dann oben im Browser mit drin. Also sage ich mal hier so Live-Coding zum Beispiel. Dann mache ich das wieder zu. Und jetzt sage ich hier mal, ich mache hier jetzt diese Überschrift erster Ordnung. Hello World zum Beispiel. Dann machen wir das Ganze mal wieder zu. Und was kann ich jetzt nochmal machen? Ich zeige mal noch, wie dieses Spain hier funktioniert. So, da merkt man schon direkt, oh, er zeigt einem direkt hier irgendwelche Sachen an. Hier ist direkt irgendwas schiefgelaufen. Das aktualisiert er dann auch immer automatisch. Dann sage ich eben nochmal hier, du kriegst noch einen Stil mit. Und zwar sage ich mal, du sollst hier rot sein zum Beispiel. So könnte man das dann zum Beispiel bauen. Und jetzt meckert er ja hier schon direkt, oh, das taugt nicht hin. Ja, genau, ich muss das ja auch wieder zumachen. Und schon habe ich quasi meine
erste HTML-Seite ganz salopp gebaut und die kann ich jetzt auch ganz einfach, ich mach's mal, kriege ich den hier auf mit dem Firefox. Kann man auch direkt aufmachen. Braucht quasi auch keinen Server dazu. Er ruft das direkt von der Festplatte so gesehen aus und dann habe ich hier entsprechend mein Text nicht verwirren lassen. Das ist jetzt nur, weil das PowerPoint noch unten mit dran ist. Und ja, das Ding kann ich jetzt hier dann auch mal untersuchen. Kann mal gucken, was mein HTML-Validator davon zum Beispiel hält. Der sagt direkt, oh ja, hier, Missing Doctype Declaration. Das bauen wir jetzt dann quasi einfach mal mit nach. Diese Doctype Declaration ist quasi einfach nur, damit man sagt, okay, ich bin jetzt ein HTML-Dokument. Und hier sehen wir zum Beispiel auch direkt, er hat einem hier schon irgendwas mit rein simuliert, was aber eigentlich gar nicht da ist. Weil wenn wir uns hier nochmal das angucken, das habe ich ja gar nicht geschrieben. Ich habe nur Title geschrieben. Und ja, der Browser hat das eben schon mit ergänzt. Deswegen, wie gesagt, nicht zwangsläufig immer darauf verlassen, was hier so drin steht. Und hier unten sind dann eben auch die Infos, was man jetzt falsch gemacht hat und wie man es dann eben auch richtig macht. Also das ist, glaube ich, auch immer eine ganz schöne Sache, wenn man direkt ein Beispiel hat, wie es aussehen soll. Und ich werde hier einfach mein Doctype ergänzen. Das sind noch die alten Dokumenttypen. Ich nehme jetzt direkt HTML5 und sage hier einmal Doctype HTML. So, und dann gucken wir einfach mal, ist er jetzt damit zufrieden? Okay, er ist es. Das ist schon mal gut. Gucken wir, ob der offizielle damit auch zufrieden ist und er sagt jetzt noch, ja, überleg mal vielleicht hier noch so ein Language-Attribut mitzugeben, damit du quasi sagen kannst, welche Sprache das denn ist. Also ist das jetzt ein deutsches Dokument oder ein französisches oder ein englisches. So, und was hier auch noch so der Unterschied ist, wenn man sich das hier mal so anguckt, hier hat er noch HTML mit hingeschrieben und hier hat er noch Head mit hingeschrieben und Body und sowas und das hatte ich hier noch nicht mit drin. Die sollte man dann natürlich auch immer mit drin haben. Das sind so die Standardsachen, die so ein HTML-Dokument ausmachen. Man braucht sie hier eigentlich nicht, aber sollte sie doch immer noch mit da drin haben, weil so ein HTML-Dokument teilt sich quasi immer in einen Head-Bereich auf und in einen Body-Bereich. Das werde ich jetzt auch noch mal kurz nachtragen, weil der Head ist das, was man nicht sieht. Das sind nur so Metadaten. In einem Word-Dokument kann man ja zum Beispiel sagen, hier, das ist Autor so und so, oder in einem PDF steht dann auch manchmal irgendwie drin Autor so und so, und in diesen Head kann man dann auch ganz viele Sachen reinschreiben. Da würde man dann auch zum Beispiel Style-Dateien laden und Skript-Dateien laden, die mit dem Inhalt nichts zu tun haben, so mit dem wirklichen Textinhalt, aber die sind halt dafür da, damit ja, die Seite gestylt wird und so. Deswegen werde ich das jetzt einmal kurz ergänzen. Wie gesagt, hier geht das HTML auf, dann müssen wir es auch direkt hier wieder zumachen. Hier endet unser Gesamt-HTML-Dokument. Dann sage ich nochmal, okay, hier geht jetzt der Kopfbereich los. Und in dem Kopfbereich steht Title mit drin. Dann mache ich den hier auch wieder zu. Und jetzt geht hier der eigentliche Body los. Also das ist, wie gesagt, das, was man dann an Text sieht und oben sind eben nur so Meta-Angaben. Also so sollte eigentlich immer die Grundstruktur von so einem HTML-Dokument sein, dass man eben den Doctype angibt, dann sagt, jo, hier geht jetzt HTML los, dann hat man den Head für die Metadaten und der Body, wo dann der eigentliche Kram drin steht. Ja, so. Das quasi einfach nur mal ganz schnell gezeigt, dass man die Seite direkt aufrufen kann. Man braucht keinen Server dazu. Ich empfehle trotzdem, und das werdet ihr wahrscheinlich auch im Labor direkt am Anfang haben, dass es heißt, ja, installiert euch hier ein XAMPP. XAMPP ist eine Excel quasi einfach, die man runterlädt, einmal durchinstallieren und dann hat man auf seinem Rechner quasi einen Ordner, der hier so hinzugekommen ist, der heißt dann htdocs und man kann dann quasi für jedes Projekt, was man so möchte, kann man hier einen Ordner anlegen und da drin läuft dann immer eine einzelne Webanwendung. Also man muss nicht immer sich eine Domain sichern, ne? Zum Beispiel, keine Ahnung, frkiel.de wäre eine Domain, darum muss man sich gar nicht kümmern. Man legt einfach einen neuen Ordner an und hat dann quasi eine neue Domain erstellt, simuliert, lokal bei sich auf dem Rechner. Und dann, wenn man das Ganze installiert hat, dieses XAMPP, das steht halt für, also X ist universal, läuft auf Windows, auf Linux, auf was auch immer eigentlich.
A ist der Apache Web Server, M ist MySQL, ist die Datenbank und dann gibt es noch ein PHP dazu, damit man auch dynamische Webseiten mit PHP programmieren kann. Man muss sich aber um diese ganze Servergeschichte nicht kümmern und wenn man das dann eben eingerichtet hat, dann sagt man eben nur noch, okay, ich habe jetzt hier in htdocs, habe ich meinen Ordner erstellt und diesen Ordner, diese Webanwendung kann ich dann jetzt eben, wenn ich es richtig über den Server öffnen möchte, werde ich dann sagen, okay, ich mache jetzt localhost, das ist quasi mein Server und dann, wie man da schon sieht, fh.wa, der Ordnername und dann ist das jetzt über den Server offiziell runtergeladen, weil wenn ich einfach nur eine PHP-Datei direkt versuche im Browser zu öffnen, das wird nicht funktionieren. So eine PHP-Datei muss durch einen Server laufen, der gibt mir das HTML zurück und dann kann ich mir den ganzen Kram angucken. Also später nach Möglichkeit immer über dieses Localhost dann den Ordnernamen und dann die eigentliche Webanwendung aufrufen. Dieses direkt im Browser nur zum schnell mal gucken. Ja, dann sind wir quasi auch jetzt schon bei meinem ersten Pause-Fragezeichen-Part. Wie ist das bei euch? Sollen wir noch weitermachen oder wollen wir noch irgendwie 5 Minütchen nehmen? Weiß auch ziemlich viel. Eine kurze Pipi-Pause vielleicht. Ja, das machen wir doch. Ja, ist doch gut. Dann mache ich hier auch mal auf Pause und dann sehen wir uns, ja, ist jetzt 20 nach, sehen wir uns um 25 wieder.